Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Belgic Profonte. Heute am Dienstag. Ich bin gerade negativ überrascht, warum das nicht funktioniert hat mit dem Helfer. Aber gut, das werden wir auch in den Griff bekommen. Weil er müsste das eigentlich erkennen, wo er hinfährt, ne? Eigentlich. Soll ich ihn mit Cursory machen lassen? Weil mit Autocombine läuft er irgendwie nicht so, habe ich gehört. Wir suchen das jetzt einfach nochmal. Was habe ich ihm falsch eingestellt? Das passt. Das passt. Das passt. Jetzt besser vielleicht? Vielleicht hat er das gestern nicht erkannt. Das kann sein. Was sieht besser aus jetzt? Jo, das sieht viel besser aus. Okay. Einen Zusatz dazu machen wir noch. Und zwar werden wir jetzt gleich den Unimog losschicken. Beziehungsweise werde ich selber fahren müssen. Und ich hoffe nicht, dass das so viel rumkommt. Also gedönstechnisch, kartoffeltechnisch. Also schon, aber dass wir nicht so fahren müssen. Das wäre nicht mein Gedanke dahinter. Ja, wir gucken jetzt einfach mal, wie es ist, wie es wird. So, wir haben jetzt unseren Grimme dran mit der Bandabladung. Das ist der positive Nebeneffekt dabei, ist natürlich, dass die Kartoffel nicht so weit einfach wie so bei so einem Kipper, wie einfach runtergekippt wird. Alter Schwede. Sondern, dass mit Bandabladung, dass die Abladehöhe reduziert wurde und dass wir hier natürlich, dass die Kartoffeln nicht so fallen, nicht dass Schadstellen an der Kartoffel entstehen, ne? Alles im Blick. Alles, läuft alles. Und somit, dass wir mehr gute Kartoffeln haben und verkaufen können. Oder verarbeiten, weiterverarbeiten können, ne? Wisst ihr, was ich meine? So. Mal gucken, da kommt was. Gut, da fahren wir ganz schnell raus hier. So, ich finde den Unimog eigentlich passend für solche Arbeiten. Für so gerade so Sachen abholen, oder auch mal jetzt einen Hänger von A nach B zu fahren, ist eigentlich ganz okay. Hoppla. So. Wie viel hatten der eigentlich? 14% hat er schon. Er steht, oder? Nee, er wendet. Okay. Gut, wir stellen den jetzt erstmal hier hin. Er ist ja geländegängig, der gute Unimog. So. Und dann bei Gelegenheit hüpfen wir einfach rein und wir machen das. Das läuft. Das läuft auch. Ja. Wir lassen ihn einfach mal machen. Wir lassen da einfach... Da musst ein paar Sachen musst einfach vertrauen lassen. Der sucht immer noch. Wir werden das jetzt beenden. Und zwar werden wir das jetzt selber weitermachen. Weil es ist natürlich blöd meinerseits, muss man auch sagen, dass ich dem jetzt einfach sage, such mal die ganzen Schwaden ab. Weil er nicht weiß, wo die Schwaden liegen. Und da ich jetzt schon zweimal das Spiel neu laden haben müssen, wegen diverser Mods, die nicht funktioniert haben, ist das ein bisschen ärgerlich. Und da muss ich ihn jedes Mal neu ansetzen. Und jedes Mal muss er das ganze Feld abfahren. Und damit wir das jetzt ein bisschen reduzieren, werde ich das jetzt selber machen und ihn einfach dann von A nach B fahren lassen, ne? Wir müssen die Kartoffeln ein bisschen Auge behalten. Der fährt momentan nicht. Er hat 40%, oder? Ne, das ist der Fendt. Blödsinn. Wir brauchen den Holmer. Der ist ganz oben in der Liste. Jetzt bin ich hier vorbeigefahren. Der hat 15% und er fährt. Gut. Dann warten wir einfach mal ab und hoffen mal, dass er weiterfährt. 16%, gut. Es funktioniert. So, machen wir das jetzt wieder. Nee, machen wir so, machen wir das hoch hier. So. Das machen wir da wieder runter. Und dann läuft es auch. Hoppla, hoppla, hoppla. Okay, gibt es sonst irgendwas Neues? Ich glaube nicht. Entscheidung darüber, wie wir in Zukunft häckseln, habe ich mir noch nicht angeguckt. Hatte ich noch keine Zeit. Aber ich habe ein paar Kommentare gesehen, die darauf reagiert haben. Das finde ich sehr, sehr gut von euch. Dankeschön. Ihr habt jetzt gerne nochmal die Möglichkeit, unter dem gestrigen Video zu schreiben, wie ihr das in Zukunft haben möchtet, was ihr gerne sehen möchtet bezüglich häckseln. Weil da gibt es auch zwei Varianten, die ich anbieten kann, aber ja, wir gucken einfach mal. Es gibt noch eine dritte Variante, die ich nicht bedacht habe, die wir jetzt auch in Betracht ziehen können. Und zwar, dass ich den Helfer laufen lasse, mit also den Häcksler-Helfer, und den Abfahrer selber mache. Das ist noch die Variante C. Das kann man drüber nachdenken, weil wir haben ja jetzt sehr viel automatisiert und es läuft ja größtenteils. Und deswegen kann man ruhig mal drüber nachdenken, einige Sachen selber zu machen. So wie jetzt das hier zum Beispiel. Ne? Weil ich habe keine Möglichkeit... Oh, ich habe hier eine Blockiertanzeige.
Vom Helm, vom Helfer. Okay, der Helfer fährt nicht mehr. Der Fan fährt auch nicht mehr. Ich hab's verschrien, glaube ich. Kennt ihr das? Man kann einfach, man verschreit einfach Sachen. Das ist nun mal so. Wobei, der Fan hätte nicht genug Power, um das selbst zu lösen. Egal, was ist. Wir gucken da gleich mal hin. Ja, siehste? Hat sich für selber erledigt. Dem Fan, ein Fan muss einfach ein bisschen Zeit geben und dann macht er das von ganz alleine. So, der dürfte, da ist es gleich voll. Und wenn er voll ist, dann werden wir den Helfer aktivieren. Und der fährt uns dann zum Hof, lädt es automatisch ab und fährt dann automatisch wieder hoch. Das finde ich schon sehr, sehr geil. So, meine Pappenheimer. Was haben wir denn für Probleme hier? Vier. Das Feld war immer schon so ein kleines Problemfeld, ne? Das muss man einfach so sagen. Aber es läuft. Ich hänge zwar fest hier. Jetzt dürfte es laufen. Alter Schwede. Das ist natürlich jetzt schlecht. Wir müssen uns, by the way, echt mal noch einen neuen Gedöns umgucken. Nach einem neuen... Alter Schwede, hängt der hier fest. Ist das euer Ernst? Oder ist das nur diese Stelle? Das kann natürlich auch sein. Dass es nur so ein kleiner Hügel drin war. Und dass ihn das extrem... Nee, guckt euch das mal an jetzt hier. Wir lassen ihn jetzt einfach mal arbeiten und hoffentlich macht er das. Das hier läuft auch. Das ist sehr, sehr gut. Da freue ich mich drüber. Okay. Wir müssen ganz kurz die Kiste ausleeren. Die ist nämlich voll. Und ja, noch einige andere Sachen. Case Optum hat auch durchdrehende Reifen. Wo ist denn der eigentlich? Wo ist der? Wow, wie kommst du hierher? Das möchte ich jetzt aber schon wissen. Alter Schwede. Ja. Nee, vorbei? Feierabend, oder? Ach, du Schande. Wie schafft man das, dass man hierher kommt? Das muss mir jetzt immer irgendjemand erklären, bitte. Okay, ich muss es jetzt leider... auf die nicht schöne Art machen. Das ist natürlich der Nachteil an Curseplay, ne? Wenn Curseplay jetzt einfach mal durchdreht, dann fährt er einfach in der Walachei rum. Dann kommen noch zusätzlich Autos und solche Sachen. Das ist schön. Das ist wirklich toll. Ah, ich kann die Klappe immer oben zumachen, ne? Okay. Ah. Aha. Ja, ja. Das, wenn es Probleme gibt, dann richtig. Seht ihr es hinten? Wir stehen jetzt genau an dem Pfosten hier mit dem Ladewagen. Aber schon ganz genau. Ich komm nicht weg hier. Kann ich machen, was ich möchte? Dort geht nicht. Muss ich zurücksetzen. Es tut mir wirklich sehr leid, Leute. Aber ich komme nicht raus. Ich wüsste nicht wie. Ach, diese wunderbaren Aktionen, ne? Ist der Hänger jetzt eigentlich leer, wenn ich ihn zurücksetze? Fahrt? Oder auf was wartet ihr hier? Kein Bock? Bup, bup. Naja, egal. Boah, Alter, was ist jetzt los hier? Okay, das kann ich verstehen. Das kann ich vollkommen verstehen. Da müssen wir vielleicht dann noch einmal helfen, aber prinzipiell macht er seine Arbeit richtig gut. So, den haben wir aufgelöst. Jo. Da vorne steht unser Case. Den. Irgendwas stimmt heute nicht. Irgendwas ist heute richtig. Heute ist nicht mein Tag. Kennt ihr solche Tage? Wo du einfach denkst, nee, heute wäre ich besser im Bett geblieben. Aber dann habt ihr keine Videos. Das ist ja auch kacke, ne? Also im Bett bleiben ist ja an und für sich eine geile Sache, aber dann habt ihr keine Videos. Und das ist auch ein bisschen doof. Und ich nehme ja auch wirklich gerne auf. Also, ne? Irgendwie müssen wir da mal. Weiß ich nicht. Zack, zack. So, der hat die Kurse. Die Kurse müssten ja da sein. Er hat keine Kurse geladen. Alles klar. Dann machen wir das Ganze nochmal von vorne. Wir haben jetzt hier Feld 32. Einmal plopp. Dann haben wir hier Stroh ein aus. Plopp. Dann haben wir hier den Sammelkurs. Plopp. Und dann haben wir hier nochmal die 32. Plopp. So.
Läuft. Nein, du bleibst hier. Sir? Vier kombinierte Kurse. Okay. Prinzipiell richtig. Ah, ich muss sie, glaube ich, nacheinander einstellen. Ah, das kann natürlich sein. Stroh ein aus. Ist der Grundkurs, ne? Zack. Ja. Dann haben wir hier, Westeinfahrt zu 32, ja. Dann bitte, Feldarbeit. Feldarbeit, ja. Und dann, wenn du fertig bist bei der Feldarbeit, Feld 32 zur Westeinfahrt. Zack. Jetzt müsste es eigentlich besser laufen. Und das tut es auch. Gut. Okay, dem müssen wir nochmal helfen, den Kollegen. Weil der hier natürlich... Aber der macht eine richtig gute Arbeit. Ich glaube... Nee, das glaube ich ist das letzte Mal, dass wir ihm helfen müssen, weil danach schafft er das. Wir werden ihn dann gleich auf die 4 lotsen, damit er uns hier auch eine wunderbare Arbeit verrichtet. Und jetzt muss ich gucken, dass ich hier vorankomme. So, macht er das? Jo. Da nimmt es sich nicht viel, ne? Da lässt er sich nicht lumpen. Das stört mich immer noch, dass das so wackelt. Boah. Wow, wow, wow. Was machst du denn da? Okay, das hat diesmal nicht funktioniert. Es hat schon mal funktioniert, ne? Ich habe das in der gestrigen Folge, glaube ich, habe ich der gestrigen Folge, habt ihr das gesehen? Es hat auf alle Fälle schon mal funktioniert. Aber jetzt nicht mehr. Toll. Naja. Ist nicht so schlimm. Die Frage ist nur, ne? Ich lagere hier Stroh ein und Stroh ein und Stroh ein. Die Frage ist nur, wie oder wann wir das rausbekommen. Gibt es da einen extra, einen separaten Aufsatz? Ich bekomme schon wieder Kommentare rein über YouTube, ne? Solche extrem netten Kommentare, wo da drin steht, guck mal auf meinem Channel vorbei. Ne. Aber ja, nach der Aufnahme wird das einfach rausgelöscht und das ist dann erledigt. So, Madame Monsieur, was haben wir für ein Problem? Kein Bock mehr, oder? Ne? Also, kann man ja so annehmen, so, ne? So, dann gucken wir mal, ob wir das besser machen können. Ja, es ist einfach generell ein bisschen blöd hier, ne? Ich glaube, es ist aber nur der Randstreifen. Der Rest geht eigentlich, aber der Randstreifen ist doof. Ist wirklich doof. Aber ich glaube, das Problem hat man schon öfter. Aber ich glaube, hier läuft das wieder, oder? Machen wir mal an. Doch, hier geht es wieder. Das ist nur einmal diese bekannte Stelle hier unten. Weil hier so viele... höhenmäßige, ne? Hier ist wieder höher, hier ist wieder tiefer und das kann eben nicht. Es bewegt sich so ziemlich alles, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, was der hier macht. Ja, ich habe die falschen Kurs eingestellt. Alter Schwede. Manchmal muss man die Dummheit einfach bei sich selber suchen, ne? So, jetzt müsst ihr nochmal. Jetzt müsst ihr eigentlich geradeaus fahren. Ja. Und dann weiterfahren. Weiter, 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 weiter. Immer aufs Feld weiter. Ich habe die falsche. Oh, nee. Da könnte ich mir schon wieder. Ne? Da könnte ich mir schon wieder. Ja. Nichts Gutes tun. So. Wir machen das jetzt so, dass wir den jetzt hier abladen. Ah, ich wollte eigentlich die Kiste ablehnen. Okay, das können wir nächstes Mal auch machen. Und zwar müssen wir die Ballenpresse verkaufen. Es muss eine neue Ballenpresse her. By the way. Das müssen wir natürlich machen. Ich glaube, da habe ich auch einen Crespicos. Ich weiß es aber nicht. Ich muss auch mal gucken, dass ich den anderen wieder befülle. Den, oh, wie heißt denn das Ding nochmal? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Den Getreidetrockner, weil wir wollten das alte Getreide erstmal weghaben, damit Neues reinkommen kann. Wir können zwar immer noch Neues reinkommen lassen, aber das ist ein bisschen doof. Und da es ja jetzt eine Maisballenpresse gibt, ne, und diese Maisballenpresse auch gekauft wird, das ist ja auch etwas, was wir schon beschlossen haben, wird es auch ein Wiedersehen geben mit der Krone Ultima. Ich habe die Krone Ultima, wurde mir umgebaut von dem guten Totti. Schöne Grüße an der Stelle, falls du das siehst. Aber die hat leider niemand, hat sich da bereit erklärt, das zu texturieren. Ist schon, hat sich schon ein paar Leute bereit erklärt, das wäre jetzt falsch, das wäre gelogen, aber es hat nur immer jemand gesagt, ich mach's, aber gemacht habe ich es im Endeffekt eigentlich nie. Und das habe ich sehr, sehr schade gefunden. Und da ich das jetzt, ja, wie soll ich das nennen? Da mir das jetzt mittlerweile Wumpe ist, machen wir das einfach so, dass wir die Krone Ultima wieder kaufen im Originalzustand. Und dass ich für die Maisballen einfach diese Maisballpresse nehme, die es ja jetzt gibt.
Ne? Das, eine grüne Anzeige hatte ich jetzt auch noch nie, ne? Der Fan hat seine Aufgabe erledigt. Ist das geil oder ist das geil? Das ist wirklich cool. Und ich glaube, mit diesem Bild darf ich mich von euch heute verabschieden. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Folge auf der Belgian Fronte, wenn ihr möchtet, um 16 Uhr. Ne? Bis dahin, macht's gut. Ciao.